Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute mal wieder eine neue Ausgabe der noppigen News. Und zwar geht es heute um Lego und zwar um Eisenbahn und natürlich Bavier. Und wir gucken, was es Neues bei Blue Bricks so gibt. Also los geht's. Ja, starten wir heute mal tatsächlich mit Lego, weil da ist etwas angekündigt worden, was definitiv meine Aufmerksamkeit bekommen hat oder erweckt hat. Und zwar haben wir da das neue Lego City Set, die 60336, soll wohl, glaube ich, im Juni kommen, bin ich jetzt der Meinung. Da haben wir einen neuen Güterzug. Endlich eine neue Eisenbahn von Lego. Ich bin begeistert. Und ich muss wirklich gestehen, ich bin wirklich begeistert. Ich habe viel Negatives gelesen, aber ich persönlich bin sehr angetan, weil so sieht das Ganze aus und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Für Lego-Verhältnisse ist es wirklich ziemlich okay. Da habe ich das letzte Güterzug-Set nicht ganz so schick wahrgenommen, alleine von der Lok. Schauen wir nämlich uns das Ganze mal an. Wir haben hier ein komplettes Oval sozusagen mit einer Weiche und hier einer Rampe, wo man auf den Autotransporter-Waggon rauffahren kann. Das finde ich sehr, sehr genial. Dann haben wir einen Kran dabei. Wir haben anscheinend 6 Minifiguren. Es sind insgesamt 3 Waggons, 2 Autos, eine Lokomotive und dieser Kranwagen. Ich kann zum Preis jetzt noch nichts sagen. Wir haben natürlich einen Motor und eine Fernbedienung dabei, das ist natürlich klar. Und also, ich meine, guckt es euch an, ich bin wirklich angetan. Auch hier der Waggon, das ist natürlich, ja, nichts Großartiges, aber es reicht ja für Lego-Verhältnisse zum Spielen völlig aus. Und ich finde hier diesen kleinen Kranwagen wirklich sehr gelungen, der gefällt mir wirklich. Der sieht cool aus. Ich finde die Lokomotive gelungen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber ich finde die wirklich, okay, die sieht gut aus. Und ich finde besonders den Waggon hier, den Autotransporter, sehr, sehr cool. Einzig der Waggon hier mit dem Blumen da drin, der ist nicht ganz so cool. Da hätte ich mir gewünscht, dass man die Seitentüren zuschieben kann oder irgendwas anderes mitmachen. Aber auch die Lokomotive, ihr seht sie nochmal, sieht, finde ich, echt gut aus. Ja, und es ist endlich mal eine neue Lego-Lok, weil die anderen, ich kann sie nicht mehr sehen im Laden. Sie sind jetzt gefühlt, keine Ahnung, 5 Jahre auf dem Markt oder so, ich weiß es nicht. Boah, es wurde echt Zeit. Also bitte Lego, die werden mein Video leider nicht sehen, aber bitte, bitte, bitte bringt mal alle 2 Jahre ein neues Güterzugset und ein neues Personenzugset und auch mal eine einzelne Lok. Das wäre wirklich ein Traum, weil ja, das hat viel zu lang gedauert, wirklich viel, viel zu lang. Das Ding hier wirklich ein Knaller, ich finde es richtig gut. Der kleine Wagen, schönes Teil. Ja, und dann sind wir auch mit den Neuigkeiten bei Lego im Großen und Ganzen schon durch. Da kommen noch ein paar andere coole Sachen, die zeige ich, glaube ich, ein andern Mal, heute nicht. Das hier ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Demnächst soll angeblich auch ein neuer Personenzug vorgestellt werden. Da bin ich dann auch sehr gespannt und hoffe, dass der cool wird. Gut, gehen wir über zu Bavier. Jo, starten wir mit Bavier. Ich würde sagen, wir gucken erstmal in die New Arrivals. Ich habe hier wieder auf Euro umgestellt. Und hier haben wir jetzt so ein paar Neuigkeiten. Und unter anderem ist hier zum Beispiel das Teil, wo ich bei AliExpress schon sehr, sehr lange Interesse dran habe. Diese große Viper. Und das Ding ist wirklich mal mega gut. Das sieht wirklich schick aus. Also ich habe da wirklich Bock drauf, das Ding jetzt irgendwann endlich mal zu bauen. Schönes Raumschiff, sieht wirklich nice aus. Bin ich mal gespannt, ob ich da irgendwann mal rangehe oder nicht. Ist leider nicht im Europalager verfügbar, aber halt über China-Versand 138 Euro. Dann haben wir hier, sieht ja ein bisschen aus wie der Hammer, den es jetzt auch von den Dänen gibt. Hier haben wir ein, finde ich ja ein cooles Set, muss ich sagen. Da haben wir eine E-Gitarre. Und zwar ist das eine Les Paul, würde ich sagen, in Sunburst Design. So nennt man nämlich dieses Teil. Da spielt nämlich Ace Frehley von Kiss, spielt nämlich diese Variante. Und, also ehemals Kiss, jetzt nur noch Ace Frehley. Und ja, das sieht richtig cool aus.
Da muss ich, glaube ich, mal mit Bavier reden, ob ich das mal Probe bauen kann. Das ist nämlich wirklich, da treffen zwei Themen bei mir aufeinander, Klemmbausteine und Musik. Das ist natürlich perfekt. 2500 Teile, das kann nicht klein sein. Stehen da irgendwo die Maße? Wow, 98,5 Zentimeter, das ist echt bannig groß. Also, cooles Teil, muss ich wirklich sagen. Das hat mich schon mal gecatcht. Dann geht es weiter. Hier haben wir ein Schwert. Ich denke mal, wenn ich mir die Figur so angucke, die man als Geschenk dazu bekommt, reden wir hier von. Sind das die Schwerter? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hawkeye. Boah, Wahnsinn, wenn einem der Name nicht einfällt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das das darstellen soll. Aber das geht in die Richtung, oder? Das soll hier, glaube ich, so Richtung Kate Bishop gehen oder. Irgendwie als, ich komme nicht auf den Namen, es ist der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall die dunkle Vergangenheit von Hawkeye, als er da als ein böser Schwertkämpfer unterwegs ist. Mein Gott, ich hoffe, der Name fällt mir jetzt gleich, während ich hier rede, noch ein. Dann gibt es hier noch ein paar coole kleine Dolche, Messer. Oh, eher so ein Messer, ne? Sieht auch richtig gut aus. Hätte ich auch mal Bock zu bauen, muss ich echt sagen. Finde ich wirklich nice. Da haben wir Preis, Moment, 49 Euro für wie viele Steine? 1478 Steine. Hätte ich echt mal Bock zu machen. Den Bären habe ich, glaube ich, euch schon mal gezeigt. Gehen wir mal auf Seite 2. Es sind natürlich viele Technikautos da. Hier kommen einige Sachen im Europe-Lager oder sind schon da. Das zeigen wir aber, zeige ich euch gleich nochmal. Dann haben wir hier einen Schuh von Kobe. Heißt der Kobe Bryant? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall Basketballspieler. Ich habe mit Basketball gar nichts am Hut. Das ist wirklich eine Sportart, die geht mir echt gepflegt. Ja, mal irgendwo vorbei. Konnte ich noch nie was mit anfangen. Ich bin Eishockey-Fan. Ich stehe halt auf richtigen Sport. Spaß. Nicht, dass alle Basketballfans jetzt mich lynchen. Ja, dann haben wir hier auch sehr cool, vom Mold King mal wieder was. Einen Thai-Bomber. Das ist natürlich wieder ein Thema, was mich stark interessiert. Star Wars, obwohl ich die Umsetzung von dem Thai-Bomber nicht gelungen finde. Also, ja, nicht das beste Modell, muss man sagen. Da habe ich schon bessere Mocs gesehen, muss ich sagen. Ich mag den Thai-Bomber vom Design her sehr gerne, aber das ist wirklich, ja, nicht so gut gelungen. Hier haben wir auch nochmal einen Mock und zwar den Starfighter vom Mandalorianer. Das Ganze auch in der Variante des Naboo Starfighters. Hier einen riesigen Iron Hero. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch schon gezeigt habe. Das ist natürlich der Hulkbuster. Boah, hätte ich auch mal richtig Bock zu bauen. 2100 noch was Teile. Hier sind natürlich wieder grenzwertige Figuren dabei. Aber wie cool ist bitte auch der Arc-Reaktor da? Das ist natürlich echt cooles Ding. Schöne Sets hier wieder verfügbar. Eine Menge Titanic. Ja, ich glaube, die Insel hier, die habe ich euch schon gezeigt. Hier kommt der AT-AT im Europe-Lager auch wieder verfügbar. Und dann gehen wir gleich mal kurz die Europe-Sachen durchgucken. Hier noch ein paar Sachen hier, so ein paar Space-Dinger. Und dann sind wir schon wieder bei Frostmourne. Morn, ja, irgendwie so. Das habe ich euch schon gezeigt. Deswegen einmal schnell noch rüber hier, bevor wir zu Bluerix übergehen. Denn da haben wir hier einige Bagger-Technik-Sachen im Europalager verfügbar. Einige sind noch Presale, das heißt, die kommen jetzt demnächst. Und die ganzen Loks hier sind auch verfügbar vom Mold King mit diesem Dampfgenerator. Eine davon habe ich ja schon gebaut hier, den Malat. Den habe ich schon gemacht. Da gibt es ein Video zu. Kann ich euch gerne am Ende verlinken, wenn ihr möchtet. AT-AT von Mold King verfügbar, habe ich natürlich gebaut. Wir gucken mal, wie viele noch da sind. Es sind noch vier verfügbar, also seid schnell, bevor er erstmal wieder weg ist. Auf Seite 2 haben wir einige Sets hier, kennen wir natürlich schon, das habe ich euch schon alles gezeigt. Nochmal hier die Razor Crest. Hier wieder ein Eisenbahn-Set im Europalager verfügbar. Ja, der Stark Tower hier, der Avengers Tower, auch ein schönes Set, der Magic Train. Ich habe schon viele Sachen davon wirklich gebaut und ihr könnt das bei mir auf dem Kanal sehen. Unter anderem auch eins der Harry Potter Gebäude hier. Das baue ich gerade. Morg, Gringotts Bank. Das könnt ihr demnächst auf meinem Kanal sehen. Das wird bald kommen, das Video. Monarch Sternzerstörer, eins meiner Favoritenmodelle.
Hier das Lunatic Hospital steht in meiner Stadt. Da soll es jetzt auch bald mal weitergehen. Und auf der letzten Seite haben wir noch ein Ice-Cream-Laden. Ein paar von den Glanzstücken hier verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Das ist ein Affiliate-Link, wer darüber klickt, ne, ich bekomme wieder einen kleinen Teil ab. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr das macht, unterstützt natürlich meinen Kanal. Mein Gott, jetzt fange ich auch schon an da zu stottern beim Unterstützen. Gut, und dann gehen wir einmal rüber zu Bluebricks, würde ich sagen, weil da sind wir jetzt hier auch mit den Highlights schon wieder durch. Und ja, jetzt ab zu Bluebricks. Jo, sind wir auf der Startseite von Bluebricks hier und wir gehen natürlich erstmal wieder in die Neuheiten. Ja, was gibt es Neues? Ein italienischer Sportwagen für 44,95. Sieht wirklich nice aus. Ist natürlich nicht ganz so mein Gebiet, Autos, aber das nächste ist mein Gebiet. Und zwar werde ich das Ding beim nächsten Besuch hoffentlich in Hamburg beim Bluebricks Store mitnehmen können, weil da werde ich mal wieder hinfahren und mal wieder einen Besuch abstatten. Ich war jetzt nämlich lange nicht da. Ich werde mal wieder filmen, wie die Brick Bar so aussieht und mal wieder, ja, da Hallo sagen. Schöne Grüße an die Mitarbeiter des Bluebricks Store in Hamburg im T-Bag Center. Gott, das muss ich gerade überlegen, im T-Bag Center. Und ja, da freue ich mich mal wieder sehr drauf, da hinzufahren. Hier sehr cool das Landungsschiff mit dem APC, obwohl das APC ja in Oliv merkwürdige Farbgebung ist. Ja, hätte ich mir dann doch lieber in Dark Blush Gray gewünscht. Aber ja, ich hoffe, es ist vielleicht doch in Dark Blush Gray da drin. Gut, aber auf jeden Fall ein Modell, das ich haben muss, die Sulaco von ja, dem Film Aliens, natürlich einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme. Das Ding verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich bekomme es im Hamburg Store. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann haben wir hier eine Titanic 2-in-1 Set neu. Finde ich mega lustig, weil man hat die richtige Titanic. Ich finde, die sieht ziemlich gut aus dafür, dass es so wenige Teile sind. Und hier die Variante, die dann halt zerbricht, wie halt auch im Film oder wahrscheinlich auch in echt. Und dann haben wir hier. Ja, Kobi, hier noch wieder ein Sambo Technik Set. Dann haben wir eine mittelalterliche Stadtstallung. Wieder so ein Zungenbrecher. Sieht auch richtig gut aus. Von der Marke Urge. Habe ich auch noch nie gebaut, ne? Ich glaube, ich habe es noch nie gebaut. Da haben wir einige Dinosaurier wieder von Taigaole. Habe ich auch noch nie gebaut. So heißt der Hersteller. Hier steht Gao Missi. Okay, wie auch immer jetzt er wirklich heißt. Finde ich gut. Mit den Knochen hier unten und so gefällt mir. Ich mag Dinos. Ich mag das Thema irgendwie. Und ja, 1995 für 656 Teile. Ich finde, da kann man nichts sagen. Hier haben wir nochmal einen Velociraptor. Sieht auch echt gut aus. Auch ein schönes Set, wie ich finde. Jo, nicht schlecht. Müsste man mal die Steinequalität testen. Hier ein Sportwagen von Morg. Morg, wie gesagt, baue ich gerade die Gringotts-Bank und ich bin ein bisschen mit den 1x2 Fliesen auf Kriegsfuß, weil die ja immer nur in einer Richtung richtig sitzen und in der anderen nicht. Und das nervt echt höllisch, weil man immer gucken muss, wie rum baue ich den jetzt auf, sonst bekommt man sie nicht ineinander gedrückt. Ah, ich hoffe, dass das sich ändert bei Morg oder nicht alle Morg-Sets so sind. Auf jeden Fall ein schönes Auto, aber. Diese 1x2 Fliesen machen einen wirklich echt zu schaffen. Dann haben wir hier von Heng Thai, ich finde es irgendwie cool, deswegen zeige ich es euch, ein altes nostalgisches Telefon. Das sieht auch echt witzig aus. Da werden jetzt viele junge Leute denken, hä, was ist das denn? Damit konnte man telefonieren. Jep, früher hatten die Dinger Wählscheiben und nicht einen Bildschirm, auf dem man rumtatscht. Hier haben wir eine mittelalterliche Wasserradmühle, mittelalterliches Wasserrad inklusive Uhr. Finde ich wirklich süß. Auch der Baum ist wirklich richtig cool. Also für mich wäre das ja schon was. Boah, da muss ich echt mal überlegen, ne? Das ist eigentlich fast, wenn ich das Gebäude austausche, so ein Mühlenrad wollte ich ja eh noch haben, weil der Fluss da lang läuft in meiner Stadt. Vielleicht ist das echt eine Option. Ist jetzt nicht gerade günstig, aber der Baum ist schon echt cool. Das Mühlenrad auch. Wenn ich da ein anderes Haus dran setze, boah, könnte man überlegen. Hier, der Dino-Kopf ist jetzt verfügbar, der Tyrannosaurus oder Rex. Und ja, hier unten noch eine mittelalterliche Stadtkirche. Ich habe mir das Video bei Bluebricks angeguckt. Ich muss sagen, das Ding ist mir irgendwie zu schmal und zu hoch. Gefällt mir gar nicht. Aber das ist ja immer
Geschmackssache. So, gehen wir zurück zu den Ankündigungen. Da wollen wir natürlich schauen, was erwartet uns demnächst. Und da haben wir ein paar Zing-Bau-Sachen von Goody, haben wir hier ein paar Space-Geschichten. Dann wieder Forange, ein paar Tiere. Hier ein Humvee von Kader mit 3935 Teilen. Der sieht mal echt krass aus. Das Ding gefällt mir gut, muss ich wirklich sagen. Schönes Ding. Boah. Auch der Karton cool gemacht. Also das Teil, ja, könnte mal ein Technikset sein, wo ich Interesse daran habe. Sieht wirklich gut aus. Ja, was haben wir hier? Ein paar Einhörner Serie 2. Da gab es auch schon mal Serie 1. Finde ich eigentlich mega putzig, muss ich sagen. Die sind echt knuffig. Sehr, sehr cool. Dann von Morg. Wieder Morg. Ja, habe ich eben schon was zu gesagt. Sieht cool aus, aber die 1x2-Fliesen. Könnt mir mal reinschreiben, ob ihr Morg gebaut habt und ob ihr die Probleme bei jedem Morg-Set habt, wie ich das habe bei der Gringotts Bank mit diesen 1x2-Fliesen. Ich hatte das, glaube ich, bei dem Joker-Set hier auch, ne? Dieses Joker-Gebäude. Da hatte ich, glaube ich, auch diese Probleme. Das ist boah, natürlich nicht so toll. Wir gucken noch mal weiter. Hier gibt es ein paar Kristallkugeln. Taucher mit Unterwasserseeboot. Ja, mit Glow-in-the-Dark-Stein. Ist ganz süß. Als Geschenk für irgendjemand, der mit sowas was anfangen kann. Natürlich ganz nice. Dann hier, die Piraten gehen weiter. Und das geht hier echt ganz schön schnell voran. Hier haben wir eine Pirateninsel mit einem Tukan, der da noch sitzt. Und einem Anker. Eine Menge Palmen. Wirklich nett gemacht. Piratenschatzhöhle. Also das könnte wirklich ein gutes Set sein. Das ist jetzt, glaube ich, hier ein falsches Bild oder das ist schon was zusammengestellt. Achso, Kombination. Ah, okay. Also, das finde ich echt gut. Also die Idee, dass man das kombinieren kann und da so eine coole Piratensache draus bauen kann, Hut ab, finde ich mega. Das könnte wirklich was Gutes werden. So, ich werde das mal ein bisschen schneller machen, weil das Video wird gerade sehr, sehr lang. Boah, ich glaube, das hatte ich euch schon mal gezeigt, bin ich der Meinung. Musikbox mit so einer Kuppel finde ich wegen dieser Kuppel ganz cool. Gar nicht schlecht. Bin ich auch mal auf den Preis gespannt, kaufe ich mir vielleicht mal so ein Ding, weil ich das vielleicht anderweitig verwende. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Eisenbahn gerade so ein bisschen wenig unterwegs ist, aber da kommt hoffentlich bald mal wieder was und da hoffe ich, dass wir uns dann auf den Hosenboden setzen, wenn da neue Sets vorgestellt werden. Lego hat jetzt die Überraschung im Eisenbahnbereich rausgehauen. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Werdet ihr natürlich auf meinem Kanal sehen, wenn das Set rauskommt. Und ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar. Gerne ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Guckt bei der Toystube vorbei. Mein anderer Kanal für Nerdstuff, Actionfiguren und all sowas. Funko Pops. Und am Samstag, jetzt kommender Samstag, der 30., also morgen, ist mein Stream, also nicht mein Stream, Pauls Klemmbausteine streamt für das Deutsche Kinderhilfswerk. Und da versteigern Pandoras Box und Paul und ja, meiner einer ist auch mit dabei, werden Sachen versteigert für einen guten Zweck. Und ich hoffe, ihr schaltet alle ein, weil ich freue mich auf meinen ersten Stream mit anderen Leuten. Es wird sehr, sehr ungewohnt für mich. Auch wenn ihr mich nicht sehen werdet, seht ihr meinen Bautisch. Aber ja, trotzdem freue ich mich sehr darauf, mal wieder in den Chat zu gucken und ein paar Fragen zu beantworten, wenn dazu Zeit ist. Und ich würde sagen, die Noppensteinstube sagt Tschüss, bis morgen.